Herzlich willkommen zu einem neuen Duftmagier-Video, heute mit Karl Lagerfeld vorhin, das im Jahr 2014 auf den Markt gebracht wurde. Parfümeur des Dufts ist Jean-Christophe Hérault. Der Franzose trägt unter anderem die Handschrift von Davidoff Cool Water Night Dive, Karl Lagerfeld Paradise Bay for Men und Karl Lagerfeld Ocean View for Men. Auf der Verpackung ebenso wie auf dem Kopf des opulenten Flakons findet sich die Silhouette des Designers selbst. Zu den Duftnoten, mit Lavendel und Mandarine, startet die Kopfnote mit besonders warmen Akzenten. Die Herznote bringt mit grünem Apfel und Veilchen Frische ins Spiel. In der Basisnote runden Amber und Sandelholz den Duft ab, womit sich alles in allem ein sehr rundes, stimmiges Duftbild ergibt. Das Eau de Toilette ist ein gelungener und gut ausgewogener Begleiter für so gut wie jede Situation. Gerade weil Lagerfeld vorhin nicht zu aufdringlich ist, eignet es sich sowohl für den beruflichen Alltag als auch für die Freizeit. Dieser Ansatz war vermutlich die ursprüngliche Intention hinter dem Duft. Zugleich hebt er sich klar von diversen Drogeriedüften ab. Damit wird Lagerfeld vorhin zu einem echten Allrounder. Seine Hochwertigkeit stellt der Duft auch in puncto Haltbarkeit und Silage unter Beweis. So war er nach dem Aufsprühen locker 5 bis 8 Stunden gut wahrzunehmen. Wenn ihr Lagerfeld vorhin selbst ausprobieren möchtet, gelangt ihr über den Link unter dem Video direkt zum Sparangebot des Dufts auf Amazon.de. Hat euch dieses Video gefallen? Dann hinterlasst bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar, welches Parfüm ihr hier gerne als nächstes sehen möchtet. Bis zum nächsten Video. Ciao.